Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Frauen, liebe Gäste, die hier heute den Weg nach Leipzig zur Bundesfrauenkonferenz gefunden habt. Ich möchte euch sehr herzlich zu dieser Bundesfrauenkonferenz begrüßen. Es ist die dritte Bundesfrauenkonferenz in der Linken. Also wir haben im Schnitt in den letzten 3 Jahren in jedem Jahr eine Bundesfrauenkonferenz durchgeführt. Wir rechnen im Lauf der 2,5 Tage, die wir hier miteinander diskutieren, mit etwa 150 Frauen, die an der Bundesfrauenkonferenz oder an den begleitenden Veranstaltungen teilnehmen. Es haben sich Frauen angemeldet aus allen Landesverbänden, aus Ost und West, aus Nord und Süd, in sehr unterschiedlichen Funktionen. Sehr viele Frauen von der Basis haben sich angemeldet. Auch die Parteivorsitzende ist heute da und wird zu uns sprechen und gemeinsam mit uns diskutieren. Wir haben Frauen aus vielen verschiedenen Parlamenten auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Wir haben viele Frauen aus den LISA-Organisationen, aus den Kreisorganisationen und viele Sympathisantinnen und auch Wissenschaftlerinnen, die uns heute bei dieser Debatte begleiten. Das freut mich ausgesprochen. Seid herzlich willkommen. Ich habe gesehen, dass sich auch wenige, aber noch ein paar Männer auch angemeldet haben zu dieser Bundesfrauenkonferenz, die unser Anliegen, so verstehe ich das, mit nach vorne bringen und unterstützen wollen. Auch euch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben in unserem programmatischen Eckpunkt einen richtigen Anspruch formuliert. Wir wollen als Linke eine feministisch-sozialistische Partei sein. Das ist ein richtiger Anspruch und wir alle wissen, dass wir in der Praxis noch etwas nachlegen müssen, dass wir diesem Anspruch genügen können. Ich sage ganz deutlich, den Vergleich mit anderen Parteien, den müssen wir nicht scheuen. Wir haben immer noch an der Spitze, was den Anteil von Frauen in der Partei anbelangt. Aber wir müssen unseren Spitzenplatz verteidigen. Wir werden kämpfen müssen und diesen Spitzenplatz gegenüber den Grünen verteidigen müssen. Und ich hoffe, dass wir diesen Wettstreit auch gewinnen. Nicht nur, was die Anzahl der weiblichen Mitglieder und Wählerinnen anbelangt, sondern natürlich auch, was frauenpolitische und feministische Positionen anbelangt. Auch unsere Wahlerfolge, das wissen wir, werden noch besser, wenn es uns beim nächsten Mal gelingt, deutlich mehr Wählerinnen zu gewinnen. Und deswegen freue ich mich auch, dass einer der Schwerpunkte dieser Bundesfrauenkonferenz auf dem Konzept zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit liegt. Der Name ist zugegeben noch etwas sperrig, die Idee dahinter ist großartig und wir sollten dieses Projekt von dieser Bundesfrauenkonferenz anpacken. Wir wollen es heute diskutieren. Ich hoffe, dass wir möglicherweise mit Änderungen, aber doch dieses Konzept mit einem positiven Votum von dieser Bundesfrauenkonferenz versehen, damit wir es dann noch in diesem Jahr im Parteivorstand beschließen können und darauf kommt es ja dann tatsächlich an, es auch angepackt und umgesetzt werden kann in den Kreis- und Landesverbänden. Wir wollen, so sieht es das Konzept derzeit vor, beispielsweise mit Angeboten der politischen Bildung Frauen in den Kreis- und Landesverbänden stärken. Es gibt viele weitere Vorschläge, beispielsweise was die Sitzungskultur anbelangt, was Kinderbetreuung anbelangt. Da haben wir auch heute versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und es gibt viele andere Beispiele und Vorschläge, wie wir die Partei attraktiver machen für Frauen. Mir gefällt zum Beispiel ja auch die vorgeschlagene Charmoffensive für die Quote ganz gut. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber es hört sich schon mal gut an. Ich bin gespannt, den Workshop zu erfahren, was ihr damit verbindet. Ja, Frauen sollen sich wohlfühlen in unserer Partei. Sie sollen nicht abgeschreckt werden durch eine männerdominierte Kultur. Auch dazu finden sich im Konzept einige Vorschläge. Und an diesem Anspruch muss sich auch die Partei Die Linke messen lassen. Liebe Genossinnen, wir haben viele andere Themen, die hier auf der Tagesordnung stehen, beispielsweise die Auswirkungen der unsozialen Kürzungspolitik der Bundesregierung auf Frauen, die Auswirkungen der unsozialen Pläne zur Gesundheitsreform auf Frauen. Damit greifen wir als Linke aktuelle Themen auf und sagen der schwarz-gelben Lobbypolitik auch aus Frauensicht unseren Kampf und unseren Widerstand an.
Wir haben auch einen Workshop zum Thema Frauenstrukturen. Ich weiß, dass dieses Thema in der Vergangenheit auch emotional diskutiert wurde. Ich denke, wir sollten das heute ganz gelassen und ganz solidarisch angehen. Und ich bin mir sicher, dass wir ein Ziel vor Augen haben und dass wir eine Lösung finden werden, in der sich jede Frau mitgenommen fühlt und der jede Frau ihren Platz in der Linken findet. Es wird einen weiteren Workshop geben zum Thema Ost-West-Dialog. Das war ein Vorschlag von Lisa. Ich finde, das ist ein ausgesprochen guter Vorschlag. Wir leisten damit auch als Frauen unseren Beitrag zum Zusammenwachsen der Partei. Und ich möchte sagen, wenn überall in der Partei so konstruktiv mit unseren Unterschieden umgegangen würde, wie ich es auf der einen oder anderen Bundesfrauenkonferenz oder in Frauenzusammenhängen schon erlebt habe, dann wären wir einen guten Schritt weiter. Und insofern hoffe ich, dass von dieser Diskussion auch ein positives Signal, eine Vorbildfunktion für die gesamte Partei ausgeht. Bei allen Unterschieden von Landesverbänden, von Strömungen, von unseren Biografien sollten wir dennoch auch bei dieser Konferenz das Gemeinsame suchen. Und ich glaube, dass wir die Orientierung auf Gemeinsamkeiten brauchen werden, wenn wir, und das ist ja der zweite Schwerpunkt der Bundesfrauenkonferenz, über den Entwurf zum Programm für die Partei Die Linke diskutieren werden. Ich glaube, es ist eine sehr gute Gelegenheit, wenn Frauen in dieser Frage zusammenhalten, denn ich bin davon überzeugt, dass dieser Programmentwurf aus der Sicht von Frauen überarbeitet und ergänzt werden muss. Ich glaube, dass wir als Frauen hier sehr viel einzubringen haben an Ideen, die ja auch schon sehr vielfältig sich in den Unterlagen zu den verschiedenen Workshops finden, die Frauen hier entwickelt haben. Hier gibt es viele gute Vorschläge, wie wir die Perspektive von Frauen auch sozusagen systematisch in diesem Programmentwurf einarbeiten können, sowohl von der Analyse der gegenwärtigen Verhältnisse als auch die Vorschläge, wie kommen wir zu einer anderen, besseren Gesellschaft. Und wer könnte besser als wir Frauen Vorbild sein und die Ideen einbringen, dass wir endlich wegkommen von einer Ökonomie des Profits hin zu einer Ökonomie des Bedarfes und des guten Lebens. Auch das ist, glaube ich, ein Anspruch, den wir uns als Frauen auf der heutigen Konferenz setzen sollten. Ich beobachte sehr häufig in der Gesellschaft, manchmal auch in der Partei, aber mehr in der Gesellschaft, dass frauenpolitische Themen, ja selbst feministische Debatten, ja, ich sage mal, geduldet werden, solange sie in der Nische bleiben und keine Auswirkungen auf das große Ganze haben. Ich glaube, das müssen wir angehen. Frauenpolitische Sachen sind kein Schmuckwerk, damit man besonders modern daherkommt, sondern sie sind grundsätzlich nötig, um zu einer sozialen, um zu einer gerechten, um zu einer modernen Gesellschaft zu kommen. Insofern hoffe ich, dass wir uns im Ergebnis dieser Bundesfrauenkonferenz auch auf Ergebnisse, auf Forderungen verständigen. Forderungen, die wir natürlich an die Bundesregierung richten, aber auch Forderungen und Vorschläge, die in die Partei einfließen, die die Partei aus Sicht von uns Frauen verändern. Wir wollen mit dieser Bundesfrauenkonferenz Frauen aus der Nische holen. Wir wollen frauenpolitische Themen und feministische Positionen in der Linken stärken. Wir wollen Frauen in der Linken stark machen und unterm Strich wollen wir, dass die Linke eine attraktive Partei für Frauen ist. Das ist die Botschaft, die von dieser Bundesfrauenkonferenz ausgehen sollte. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen. Die Bundesfrauenkonferenz ist eröffnet. Vielen Dank.